ist die Lage? Wie 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 ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 6.11., ist verkaufsoffener Sonntag und Blaulichttag im und um das Mercado. Unter dem Thema Ehrenamt laden bereits zum 5. Mal verschiedene Organisationen zum Engagieren und Mitmachen ein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Rea Harder und die ist nicht nur Ehrenkommissarin der Hamburger Polizei, sondern spielt auch in Notruf Hafenkante in Polizeiuniform. Ahoi Rea! Ahoi, ahoi Lars! Liebe Rea, ähnlich wie beim Großstadtrevier spricht man bei der Hafenkante von einer Kultserie. Was macht denn den Kult aus? Ich glaube, Kult ist man ja, wenn man schon eine Weile am Markt ist und sich da etabliert hat und die Leute einen gerne sehen und damit irgendwie was Angenehmes und Positives verbinden. Und dann wird man zum Kult. Und ich glaube, das hat die Hafenkante ganz gut geschafft mit ihren Geschichten und mit ihren Leuten, die mitmachen. Wie viel Spaß macht es denn? Ich meine, klar, es macht dir ja Spaß, sonst würdest du es nicht machen. Aber wie viel Abwechslung bietet denn so ein Serienalltag für dich als Schauspielerin? Ja, also das ist ja das, was die meisten Leute und vielleicht auch viele andere Schauspieler gar nicht so glauben können, dass das in der Tat super abwechslungsreich ist. Selbst wenn das jetzt eine Polizeiserie ist, wo man natürlich auch irgendwie Dienst nach Vorschrift machen möchte, also ist es jedenfalls mein Anliegen, damit das alles so nah wie möglich am Polizeialltag erzählt wird. Aber dadurch, dass das eben verschiedene Fälle sind, verschiedene Episodenhauptrollen und ich ja auch verschiedene Partner schon hatte in der langen Zeit, ist das für mich super abwechslungsreich. Und ich habe ja natürlich auch 2 Kinder bekommen in der langen Zeit. Siehste. Wie oft kommst du denn in Kontakt mit richtigen Polizisten? Hast du einen Strafzettel bekommen in den letzten Wochen mal? Ich meine, Falschparken kriegt man ja ganz schnell Zettel, ne? Ja, schwuppdiwupps hat man schon einen Zettel dran. Ja, letztens habe ich gedacht, ich bringe ja nur ganz schnell das Pfand weg. Ja, denkste, Puppe. Mhm. Zack, hatte ich einen, und das ist ja richtig teuer geworden. Naja, ja, das war ein Strafzettel und dann habe ich leider auch von der französischen Autobahnpolizei einen zu schnell Fahrzettel bekommen. Ich wollte halt schnell nach Hause mit den Kids. Naja, gut. Ja, von Frankreich so aus. Na klar. Ja, ich dachte mir, weißt du, so eine halbe Stunde schaffe ich doch. Nein, so schlimm war es denn nicht. Ja, und ansonsten habe ich schon echt steten Kontakt mit der Polizei, weil ich ja auch einen Ansprechpartner habe, falls ich mal Fragen habe, den Dreh betreffend. Und ja, wir schreiben oder telefonieren echt öfter mal, wenn irgendwas unklar ist oder einfach mal so. Weil ich finde, das gehört irgendwie dazu. Am kommenden Sonntag triffst du ja auch auf die realen Kollegen vom PK21. Da ist nämlich der 5. Blaulichttag in Altona rund ums Mercado. Ja. Und da wirst du nicht nur Kontakt mit den richtigen Kollegen haben, sondern mit ganz vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja. Das ist doch nochmal eine ganz besondere Abwechslung für dich, oder? Ja, das ist natürlich total schön, weil man dadurch natürlich auch einen unmittelbaren Kontakt zu den Leuten hat und mal ein richtiges Feedback bekommt. Ne? Jetzt vielleicht nicht nur von denen, die einen toll finden und die einem halt auch Post schicken oder auf Instagram einen anschreiben oder so, sondern halt auch mal von denen, die vielleicht ein bisschen kritisch sind und sagen so, ja, was die Franzi da gemacht hat, bla bla bla, oder irgendein anderer Charakter aus der Serie. Und das finde ich auch immer sehr spannend zu hören, weil das natürlich auch mir was bringt, um Dinge besser zu machen oder nochmal kritisch zu beäugen oder zu sagen, ja, cool, dass das genauso ankam, weil das sollte genauso sein. Und dann kann man das ja auch erklären oder sich mal austauschen. Ich mag das eigentlich ganz gerne, auch wenn es ganz schön anstrengend ist, weil man auch oft die gleichen Fragen gestellt bekommt und man natürlich dann auch beim 5. Mal nett antworten muss, weil derjenige das nicht wissen kann. Es ist eine Herausforderung. Wie oft wirst du denn mit Franziska angesprochen im Alltag? Na, und Gott reagierst sei Dank du da gar drauf? Nein? Nee, weil Franziska ist ja eigentlich das... Oder Franzi. Ja, mit Franzi schon öfter. Ja, genau. Aber ja doch, schon öfter.
Und du reagierst auch drauf, wenn du irgendwie auf dem Bürgersteig unterwegs bist. Nein, also wenn die Leute mir hinterherrufen, ah, das ist doch die Franzi aus der Hafenkante, dann drehe ich mich natürlich schon um und lache die an und manchmal fragen sie mich dann nach einem Foto oder freuen sich einfach weiter und jeder geht seines Weges. Aber ich werde eigentlich auch oft als Frau Hader oder Rea und so und das ist schon eigentlich ganz cool. So, im letzten Jahr bist du zur Ehrenkommissarin der Hamburger Polizei ernannt worden. Ja. Ich sag mal, wenn man Ehrenbürgerin oder Ehrenbürger wird, dann darf man ja für Lau das S-Bahn-Netz nutzen und den HVV. Da gibt es für dich auch irgendwelche Vorteile? Hast du so Abreißzettel für Strafmandate, damit du die neutralisieren kannst oder so? Das wäre eine gute Idee. Nee, ich habe nur den schönen Titel den ich tragen darf und keine sonstigen Vorteile, genau. Außer, dass ich natürlich öffentlich für die Polizei, wie zum Beispiel beim Blaulichttag, eingeladen werde oder wenn es dann endlich mal wieder auch die Polizeishow gibt, dann werde ich natürlich auch eingeladen. Also es gibt schon kleine Verbesserungen schon auf jeden Fall. Aber ich finde, der Titel ist einfach so schön und ich freue mich immer noch ganz doll und kriege immer noch ein bisschen Bauchkribbeln, weil da ja auch irgendwie so ein Traum von mir in Erfüllung gegangen ist, mal Polizistin zu werden. Natürlich jetzt nicht eine richtig echte, sondern halt eine Ehrenkommissarin. Aber selbst das ist ja, also finde ich mega toll. Bevor die Pandemie damals richtig losging, hast du mir von deinem Schrebergarten erzählt, dass du da lustig auf dem Handwerkern bist und so weiter. Wie sehr hat dich das denn jetzt so in dieser Pandemiezeit gerettet, weil du trotzdem draußen sein konntest und irgendwie aktiv sein konntest und so weiter? Also ganz ehrlich, wir haben ja im Januar haben wir den Schlüssel bekommen und dann fing es ja dann irgendwann an. Und Ich sag's mal so, wie ich sagen würde, es hat uns den Arsch gerettet, weil mit den beiden Kindern oder den dreien, du wirst ja bescheuert in der Bude. Ne? Du hast keine wirklichen Aufgaben, Homeschooling killt die Familienidylle absolut und die Kids müssen raus, das geht gar nicht anders, also zumindest unsere sind so Draußentiere und natürlich kannst du deine Runden um den Block gehen, aber selbst wenn das nicht wirklich erwünscht ist, dann hast du natürlich mit so einem Schrebergarten schon wirklich den Knaller und den Sechser im Lotto in so einer Zeit, weil du ja was zu tun hast. Ne? Und dann war das Wetter ja auch so, es war ja ein grandioses Frühjahr und wir haben so viel geschafft, was wir niemals geschafft hätten, wenn wir gearbeitet hätten beim Drehen oder bei der Bundesliga, mein Kerl und so. Das wäre gar nicht gegangen. Und ja, für uns war es toll und für den Garten war es toll, weil wir schnell vorangekommen sind. Ja, herrlich. Und habt ihr denn in eurem Schrebergarten, wie es so häufig der Fall ist, auch eine Flagge hängen von eurem Lieblingsverein? Es ist der HSV. Das ist in der Tat der HSV, aber wir haben keine Flagge zu hängen. Das ist in der Tat eine schöne Idee noch. Siehste, du bist ja eigentlich Berlinerin, man hört das ja manchmal, ne? Ja, so zwischendurch. Wie kam es denn dann zu der großen Liebe zum HSV? War das quasi im Ehevertrag mit drin bei deinem Mann, der ja auch beruflich sehr viel im Volkspark zu tun hat? Oder ist es echte Liebe? Das ist wirklich passiert, als mein Kerl zu mir meinte, ja, Union ist ja toll, aber hier, wir haben auch einen tollen Verein. Lass uns doch mal zusammen ins Stadion gehen. Und klar, dachte ich mir, ich finde es ja auch schön, Fußball zu gucken. Und dann war das Spiel gegen Bayern, weiß ich nicht, 2019, keine Ahnung, wann wir da waren. Oder 20. Nein, viel früher. Viel früher. Was erzähle ich dir denn? Ja, was redest du denn? Ja, 2009 2009. War das doch. Ja. Genau, 20. Genau, Mensch. Ich als dein Biograf muss da genau aufpassen. Ja, eben, wirklich, aber echt, ey. Oh Mann, ey, time flies. Nee, also das war jedenfalls dann und das war so schön und so eine tolle Stimmung und der Fanblock hat mich wirklich umgehauen und diese ganze Fanliebe und wie die hinter dem Verein stehen und dann habe ich ja mit dem Verein sogar noch zu tun bekommen durch den Hamburger Weg und ja, das finde ich toll und deswegen bin ich ja jetzt gerne und viel beim HSV. So, und wenn du aber nicht ins Stadion gehst, dann gibt es bei unserer Top 3 die Lieblings-HSV-Kneipen von dir. Was ist denn Platz 3?
Ja, das Problem ist ja mit mir und den Kneipen, dass ich das schon ganz nett finde, von außen da hineinzugucken. Und das war es dann aber auch. Okay. Da kann ich gar nicht so richtig Tipps geben. Also außer, dass bei uns nicht so weit weg die Glocke ist. Aber ich würde die jetzt nicht als HSV-Kneipe bezeichnen. Aber das ist eine Institution und da ist immer rappelvoll. Also da gehen die Leute super gerne hin. Und selbst auch viele Kollegen, die man da mal rein und raus stolpern sieht. Ja. Dann gebe ich jetzt noch das Old MacDonald dazu in Eimsbüttel und die Unabsteigbahn natürlich in Stellingen an der S-Bahn-Station, wo es tatsächlich auch mal eine ganz wunderbare Atmosphäre ist. So, dann haben wir doch die drei jetzt hier zusammen gelöst, liebe Rea. Wir sehen uns am Sonntag, weil Mensch Hamburg ist auch da mit dem Glücksrad. Es gibt ordentlich was zu gewinnen, unter anderem für die erwachsenen Gewinnerinnen und Gewinner ein Schlückchen Meierlikör und für dich wird dann wahrscheinlich auch einer dabei sein. In diesem Sinne sage ich Ahoi. Ahoi, lieber Lars. Tschüss. Tschüss! Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.